Mann aus Bonn jetzt schon gespielt. Und gerade eben wurde schon gepostet, coole Socke der Simon. Also, es kann noch alles passieren, ne? Ich glaube, es ist so 50-50 bei euren Votes auf joyce.de/live. Daniel, und manchmal haben wir tatsächlich noch den Fall, dass im Voting es zwar 50-50 ist, aber im Chat es eine klare Meinung zu einer Band gibt irgendwie. Heute gar nicht tatsächlich. Es gibt echt immer ganz, ganz verschiedene Meinungen. Wir hatten ja eben schon Liebesbekundungen an Simon, an This Void, jetzt auch an Simon, Jasmin zum Beispiel. Kevin Brill sagt, ich vote auf jeden Fall für ihn. Und auch ganz interessant, er sagt gerade, das erinnert ihn ein bisschen an Alligator. An Alligator? Na, mal gucken. Im Ascheregen sagt, ein sehr cooler Typ. Und Benjamin Nott stimmt mir da gerade nochmal zu, indem er sagt, also ich finde, diese Woche ist es wirklich, wirklich schwierig. Und einer hat seine Meinung tatsächlich gefunden, nämlich Torti Haar. Der sagt, dieses Mal harmonieren Band und Song besser als bei Band und Sänger, meint er in diesem Fall, besser als bei Song 1. Beide Songs von Simon sind besser als der eine der anderen Band. Simons Stimme top, aber es kommt ja noch ein zweiter Song jetzt, ne? Ich wollte gerade sagen, das klang jetzt fast schon hochwissenschaftlich, was du da gerade ausgeführt hast. Kommen wir mal zu der Band, die von Spalding im Chat gerade bezeichnet wurde als die Band mit dem Typen mit dem Lätzchen. Die Rede ist aber in Wirklichkeit von This Void. Es gibt noch einen zweiten Song von ihnen und ihr wisst, joyce.de/live ist die Adresse, wo ihr voten sollt. Hier ist ihr Song Crystals, This Void. Lätzchen. Right on as a flight. And if you go,
Miss Void. Miss Void haben wir nochmal ordentlich gerockt. Und es sieht auf jeden Fall ziemlich verrückt aus im Chat. Und wenn ihr mal schaut auf joyce.de/live, da könnt ihr abstimmen, wer euch nun besser gefallen hat. Ist es zwar ein auf meiner Rechten, der Simon, oder auf meiner Linken, die Jungs von This Void. Oh, das ist eine spannende Entscheidung. Was ich schon mal sagen kann, wir haben gerade eben gesehen, da hat sich einiges getan. Also 50-50 ist da nicht mehr. Also wenn ihr euren Favoriten unterstützen wollt, dann jetzt noch ein paar Leute aktivieren, auf Facebook posten, bei Twitter raushauen und auf jeden Fall joyce.de/live dazu packen. Und dann werden wir gleich sehen, wer gewinnt. Denn derjenige, der gewinnt, der spielt noch einen dritten Song. Ne? Gibt noch eine Zugabe von eurem Favoriten. Und natürlich, es gibt die Chance, in unser großes Home-Run-Konzert zu kommen. Und wir werden alle Jungs gleich auch noch auf dem Sofa ein bisschen genauer kennenlernen. Das heißt, nicht wegrennen, hier ist Werbung und danach geht's weiter im Home Run of Joyce.